Grüßt euch. Ihr habt ja schon in den letzten Wochen mitbekommen, dass ich so ein bisschen, ja, so schrauberaffin bin. Auf Instagram und Facebook hatte ich so Steffi mal das ein oder andere Tool in der Hand gereicht. Sie hat nämlich letztes Jahr ein Vespa-Roller geschenkt bekommen. Und ja, ich bin irgendwie auf den Geschmack gekommen. Ich habe früher schon gerne rumgeschraubt, aber jetzt ist das Ganze nochmal hochgekommen durch diesen Roller und habe mir so ein paar Teile besorgt, unter anderem so ein Ölfilter, Schlüssel, wo Steffi nicht wusste, was es ist. Ja, und jetzt habe ich mir so ein Paket bestellt hier. Und ich bin richtig gespannt und ihr wahrscheinlich auch, was sich dahinter verbirgt. Und ich würde sagen, wir packen es heute mal gemeinsam aus und schauen uns das Ganze gemeinsam an. Ich hatte lange hin und her überlegt, also wirklich über Wochen, und habe mich letztendlich dafür entschieden. Es klappert und es ist echt sehr, sehr schwer. Für diejenigen, die es schon erraten haben, pausiert mal das Video und schreibt mir in die Kommentare, was das ist. Aber wenn man sich sowas kauft als Privatmann, ich glaube, das macht man nur einmal im Leben. So, wir sehen eine schwarze Kiste und die ist echt größer, als ich gedacht habe. Wir sehen zwei Schlüssel. Oh mein Gott, ich sehe schon die Farbe. Passt hier nicht rein, aber die Farbe hat die Firma schon seit Jahrzehnten. Oh Gott, ist der toll. Machen wir es einfach, ja? Ich weiß jetzt gar nicht, wo vorne ist. Ach, das ist hinten. Alter, ist das schwer. So, seid ihr bereit? Und ich muss sagen, ich habe das ganze Teil wirklich günstig geschossen. Seid ihr bereit? Yeah. Es ist ein HZ-Werkzeugwagen. Genau. Oh, ist das ein tolles Ding. Geil, geil, geil. Und zwar ist es der HZ Assistent 178N. Alter Schwede, der ist echt, ja, was soll ich sagen? Größer als ich erwartet habe, aber in so einer Schrauberwerkstatt, ja, sollte man ja genügend Platz haben. Jetzt ist er abgeschlossen, so ist er. Ach so. Ah. Ich zeige euch gleich nachher nochmal später ein paar Detailaufnahmen. Ich muss das Ganze erstmal wirken lassen. Ja. Ist ziemlich groß, der soll auch natürlich nicht jetzt hier irgendwo in der Werkstatt stehen, dass er eingestaubt wird, sondern den hole ich nur heraus, wenn ich jetzt am Auto schraube, wenn ich jetzt Ölwechsel mache, wenn ich jetzt irgendwie Metallsachen arbeite, Gewinde schneide. Das soll halt ein reiner, wie soll ich sagen, Metallbearbeitungswerkzeugwagen sein. Und ich freue mich so, ich kann euch das gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich kenne Harz jetzt schon richtig, richtig lang, schon als kleiner Bub wollte ich gerade sagen, aber dieser Name ist schon wirklich ein Begriff, ich vermute mal bei euch auch. Und ja, ich weiß, dass mein Vater mal davon schwärmt, von diesem Werkzeug. Kleine Geschichte, früher vor 40 Jahren am Motorrad rumgeschraubt, Maulschlüssel in der Hand, abgebrochen, müsste wirklich einen Ringschlüssel oder Maul, ich weiß es nicht mehr so genau, war ich 4 oder 5 Jahre alt, abgebrochen vorne, halbe Hand aufgeschnitten oder Finger, ja, und schon Werkzeug, günstiges Werkzeug verflucht. Ich weiß nicht mehr, was es war, glaube ich, aber nicht günstig. Ja, und er hat geschworen auf HZ oder schwört auf HZ und hat mir sogar die letzten Jahre noch HZ, 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 kaufst du was fürs Leben, kaufst du was fürs Leben. Die Geschichte war nämlich so, schon am Anfang des Videos erwähnt gehabt,
dass ich nach so einem Werkstattwagen suche, wo ich meine Sachen unterbringe. Ich habe auch andere Sachen von Proxon, von Gidore. Und das ist jetzt auch kein schlechtes Werkzeug, recht preiswertes Werkzeug. Aber wenn man jetzt in den Profibereich gehen möchte oder sich mal was gönnen möchte oder wirklich Qualität haben möchte, dann greift man halt auf Harze zurück. Ne? Das ist ein bekannter Name. Richtig, das ist jetzt auch, es soll eigentlich kein Werbevideo sein, weil ich habe jetzt keine Kooperation mit Harze oder so. Also man steht zwar in Kontakt. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein, zwei Sachen mit Harze gemacht oder wurde da gesponsert. Aber ich hatte in diesem Moment, möchte ich einfach frei sein. Also was heißt frei? Ich habe es mir einfach aus freien Stücken gekauft. Das war auch eher ein Spontankauf. Ich habe schon lange überlegt gehabt. Ich habe viele Foren gelesen. Ich habe viele Seiten durchforstet wegen den Preisen. Und letztendlich habe ich dann zugeschlagen. Links und sowas findest du auch unten in der Videobeschreibung. War eine Aktion. Ich habe anstatt 2.500, muss man sich mal reinziehen, ne? 2.500 habe ich irgendwie um die 1.3 bezahlt. Auch mit Werkzeug. Natürlich hast du jetzt nicht so viel Werkzeug, aber es ist so, die Grundausstattung ist dabei. Schauen wir uns mal gleich alles gemeinsam an. Oh, ist das schön. Ist das schön. Es ist echt ein schönes Gefühl. Ja, und dann habe ich das Ganze für 1.3 gekauft und das war wirklich eine spontane Aktion. Ich saß da so auf der Couch und habe dann wieder mal recherchiert und geguckt. Und dann ist mir der Finger aus Versehen weggerutscht. Ich frage mich gerade, wo die Rollen sind. Wahrscheinlich irgendwo in der Schublade, ne? Und dann ist der Finger ausgerutscht und ich so, Steffi, ich habe gerade 1.300 € ausgegeben. Ich weiß, das ist jetzt, macht man nicht alle Tage, macht man vielleicht auch nie, ne? Manche kaufen sich dafür ein Auto oder ein Motorrad oder einen Roller, ich weiß. Aber ja, ich bin oder ich kann es mir leisten, sagen wir mal so, aber ich muss natürlich auch gucken. Aber bereut habe ich es bis jetzt noch nicht. Ich möchte mich auch jetzt noch nicht rechtfertigen. Ich weiß, dass es eine Menge Geld ist, aber ich weiß auch, dass dahinter Qualität steckt und dass man das Ding auch wahrscheinlich vererben wird. Werkstattwagen HZ Assistent 178N. Wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt und ja, umso mehr Werkzeug, umso teurer wird das Ganze. Natürlich kann man sich das Ganze auch nachkaufen und Stück für Stück aufrüsten. Ich denke aber, ich bin jetzt gut bestückt, weil ich habe noch ein bisschen was in meinem Lager. Das werde ich dann auch dort einsortieren. Ein paar Gewindeschneider von Ruco unter anderem werde ich auch dort einsortieren. Und wir gucken jetzt mal einfach mal den Lieferumfang an, was jetzt da mit dabei war. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was man als erstes macht. Ist alles mit Folie eingeschweißt. Auch könnte man ja so ein ASMR-Video rausmachen. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Ist schon ein tolles Geräusch. Ist so vergleichbar wie mit Apple, wenn man sich so ein iPhone auspackt oder sowas oder ein Android-Handy. So, wir haben jetzt hier einen Schraubendrehersatz. Hammer. Drei verschiedene Zangen, Wasserpumpenzange, Spitzzange, Kneifzange. Genau, und man kann halt auch hier, dieses Set hat eine Nummer, eine 2140-50. Das heißt, man könnte quasi das ganze Set sich nachbestellen. Man kann sich aber auch einen Hammer nachbestellen oder einen Schraubendreher, falls mal irgendwie was kaputt gehen sollte. So, dann haben wir ein Maulschlüssel und ein Ringschlüssel-Set. Auch das Ganze ist wieder nummeriert. Öffnen wir es mal. Hört sich schon schön an. Eigentlich müsste ich mir jetzt Handschuhe anziehen, ne? Damit das Ganze nicht anläuft. Genau, das ist Maul. HZ. Chrom Vanadium. Germany, ganz, ganz wichtig. 18x19. Sehr schön. HZ groß geschrieben für die Kenner. Gibt ja so ein paar Kürzel. Da kann man herausfinden, unter anderem, wie alt das Werkzeug ist. Für HZ wurde beispielsweise auch für viele Toolboxen oder Bordwerkzeug verwendet. Bei bestimmten Motorrädern oder Autos für alle Oldtimer-Kenner. Genau, so. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich Maulring. Also über die Qualität muss ich eigentlich gar nichts sagen. Ne? Also das wissen alle.
Fazit für die Qualität spricht. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr massiv an und gut. So. Maulring haben wir auch wieder die Nummer. Können natürlich auch jeden einzelnen Schlüssel nachbestellen. Und hier haben wir nochmal ein Set, womit ich wahrscheinlich am meisten arbeiten werde. So, genau hier haben wir ein Meißelset, also ein paar Treiber, ne? Habe ich hier auch irgendwo rumliegen, habe ich mir vor 2-3 Jahren mal gekauft, da hinten steht es sogar. Dann haben wir hier ein Bitset, ach, haben wir zweimal, ich habe es nämlich von zu Hause mitgenommen. Ich zeige euch das mal. Das war nämlich beim Adventskalender mit dabei. Vor 2 Jahren mit Steffi. Und zu Hause haben wir einen kleinen Koffer von Bosch. Und dachte ich mir, nehme ich den mal mit. Aber was hier natürlich schön ist, wir haben halt viel, viel mehr Bits. Einen anderen Bithalter, ne? Genau. Kann ich den ja wieder mit nach Hause nehmen. So, hier würden theoretisch jetzt auch 2 reinpassen. Genau. So, ich habe, glaube ich, auch noch eine zweite irgendwo. Können wir gleich mal gucken, im Werkzeugkasten oder so. Dann haben wir hier ein paar Nüsse, eine kleine Knarre. Ach Gott, ist die süß, habe ich aber auch schon. Aber das ist ja gut, dass wir die dann hier haben, ne? Eine Verlängerung, eine große Knarre. Ich weiß gar nicht, sag mal Knarre dazu noch. Ein paar Nüsse, 32er. Ich weiß nicht, ob die gehen für einen Ölwechsel, aber ja, gucken wir mal, ne? Sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich bin auch ein bisschen geflasht, muss ich sagen, dass ich es wirklich getan habe. So, schauen wir uns mal gemeinsam jetzt den Kasten an. Kunststoff. Doppelseitiges Klebeband. Das heißt, ich kann das Ganze festkleben. Lasse ich mal ab, falls man das mal in den Geschirrspüler packen möchte. Nein, falls man das mal sauber machen möchte oder sowas. Das Besondere daran, wir haben hier echt Kunststoff und das andere ist alles Metall. Und wir haben hier eine Leiste auf der gesamten Länge. Und wenn ich die betätige, dann geht hier ein Riegel hoch und runter. Und dann kann ich das Ganze öffnen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Schubladen, die gleich groß sind. Und wir haben hier unten 2 Schubläden mit einer Bedienungsanleitung. Und wahrscheinlich verbirgt sich, ach, hier ist noch ein Griff dabei, verbirgt sich in der untersten Schublade, wie ich erwartet habe, genau, der Griff und die Rolle. Genau, hier sind nochmal ein paar Sicherheitshinweise, ne, was man mit dem Schrank nicht machen sollte. Alle Schubkästen geöffnet, ist natürlich die Gefahr groß, dass das Ganze nach vorne überkippt. Hier haben wir nochmal die Abmessung und hier haben wir die Rollen mit 15 Newton festziehen und den Griff auch mit 15 Newton. Genau. Hier haben wir noch ein paar QR-Codes. So, oh, das ist ja schön. Die sind ja sogar in den HZ Blau, schwarz gummiert. Und hier ist der Griff wahrscheinlich. Ja, dann nutzen wir gleich mal den Schraubenwagen. Ich glaube, wir müssen den sogar kitten. Ne? Aber das ist jetzt, wie ihr sehen könnt, für Schrauben vorgesehen. Ne? Echt eine tolle, tolle Sache. Hätte vielleicht den Griff auch blau machen können, aber vielleicht setzt sich das auch so besser ab. Ich hatte nämlich anfangs überlegt gehabt, ob ich mir jetzt einen Werkzeugwagen selber baue aus Holz. Wäre, glaube ich, ein cooles Projekt gewesen. Aber ich hatte es natürlich auch in den Fingern gejuckt, sowas zu kaufen, sich mal sowas zu gönnen, weil, ja, ich kann sagen, man gönnt sich ja sonst nichts, nee, aber ich baue ja wirklich sehr, sehr viel selber und auch vom Werkzeug her, ne, ich kaufe mir jetzt nicht Bosch Blau, also recht selten,
Ich bin da auch schon, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr sparsam, ne? Und gucke auf den einen oder anderen Euro, was das Ganze kostet. Beispielsweise Parkside kaufe ich mir sehr, sehr oft, um das zu testen für euch. Arbeite viel mit Bosch Grün und. Aber ich merke schon wieder, dass ich mich gerade rechtfertige. Ich wollte sowas auch selber bauen. So, da habe ich mir überlegt, wenn ich mir jetzt einen aus Holz baue, Holz passt ja nicht so wirklich zu Schrauberei am Auto und am Roller und sowas, weil du Holz ja ganz schnell dreckig wird und du die Möglichkeit nicht hast, das sauber zu machen und. Und deswegen hat man ja viel Metall, weil man das dann abwischen kann mit Öl, mit einer Reiniger, ne, rübergehen kann. Und da habe ich halt überlegt, wenn ich mir jetzt die einzelnen Sätze von HZ kaufe, dann bin ich ja weitaus drüber. Ne? Da habe ich zwar die Ersparnis von diesem Wagen, aber letztendlich kommt das fast dasselbe bei raus. Und für alle die, die denken jetzt, ja, habe alles gesehen, schalte ab. Nein, bleibt mal bitte dran, weil ich werde euch gleich mal zeigen, was ich sonst für Werkzeug hatte, was ich euch trotz alledem empfehlen kann. Ja, jetzt würde ein Drehmomentschlüssel wirklich sehr nützlich sein, dass ich die Schrauben nicht zu fest ziehe. Aber ich muss sagen, Hase hat hier auch wieder mitgedacht. Ne? Ich sehe es an zwei Sachen. Einmal hier die Schrauben, wenn ihr die festziehen wollt, könnt ihr das locker mit einer Verlängerung machen. Ihr kommt sogar am Reifen hier vorbei, also am Gummi. Und man kann das hier schön sehen an den Laufrollen. Die sind auch von HZ hier schön eingraviert oder eingestanzt. Dass die sich jetzt hier drehen und das hier in der Mitte dreht sich nicht. Das heißt, bei vielen herkömmlichen Herstellern ist das Ganze hier sogar frei. Also das ist hier eine Abdeckkappe und dahinter vermutlich, also ist das Kugellager. Das heißt, das Kugellager ist auch nochmal geschützt vor Dreck, Staub, Schmutz. Boom. Wie so ein Einkaufswagen. Und was ich euch jetzt nochmal kurz zeigen wollte, war, dass ich auch auf eine Marke schwöre. Also ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, weil ich HZ, ja, zeige ich euch auch gleich, schon lange so benutze, das, was ich mir so leisten konnte bis hier jetzt. Ne? Ich habe aber wirklich jahrelang als ich 20 war, habe ich mir den mal zugelegt hier, von Würth Zebra, diesen Knarrenkasten mit zwei Verlängerungen und so weiter und so fort, lag damals bei 180 D-Mark, glaube ich. Verwende ich heute noch ganz, ganz gerne in einer Metallverpackung. Und was ich noch ganz gerne verwende, ist Proxon. Haben wir auch jetzt. Also an Knarren habe ich wirklich genug. Hier sind noch ein paar Zündkerzenschlüssel mit dabei. Hier sind eine Torx-Verlängerung. Aber auch hier habe ich Proxon. Verlängerung. Ne? Das Ganze ist wirklich sehr, sehr preiswert und ich habe da eigentlich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen Tools hier. Genau, unter anderem darf natürlich Ruko nicht fehlen. In der Metallbearbeitungsbranche, ne, ist auch ein deutscher Hersteller, also ein sehr, sehr namhafter deutscher Hersteller, spricht für Qualität. Das werde ich auch gleich einsortieren und schauen wir mal ganz kurz hier rüber in meinen Werkzeugkasten. Denn hier, also wer mir folgt, ne, der weiß es wahrscheinlich, ältere Videos angesehen hat oder so, dass ich schon das ein oder andere Tool von HZ habe. Unter anderem hier diesen Schraubendreher-Set lag mal bei 26 Euro, ich weiß es nicht, liegt wahrscheinlich jetzt ein bisschen höher. Kleine Vergaser-Schraubendreher. Hier habe ich auch wieder ein kleines Knarren-Set, das liegt hier auch preislich. Also dieses Set hier liegt auch bei, ich weiß nicht, 125 Euro. Arbeite ich ganz, ganz gerne mit, deswegen habe ich es auch immer hier drin. Dann habe ich auch hier eine Taschenlampe von HZ. Ist auch wirklich sehr, sehr praktisch. Ich habe irgendwie meinen Daumen verletzt. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Und das sind einfach Tools, ne, die kannst du tagtäglich verwenden. Die gehen dir nicht kaputt, die fallen mal runter. Also HZ ist wirklich ein Name. Ne? Aber wir haben hier alles komplett Metallschubläden. Ne? Also auch dieser Riegel hier, diese Blende hier, ist alles aus Metall. Also das Einzige, was nicht Metall ist, ist jetzt hier oben gesagt, die abnehmbare
Blende nenne ich sie jetzt mal. Und der Griff, die Seitenteile links und rechts, die sind aus Kunststoff. Und die Schlüssel hätte ich mir vielleicht aus Metall gewünscht. Aber das Tolle daran, die kannst du halt so umknicken. Ne? Ja. So, fangen wir einfach mal an jetzt mit der Hochzeit, beziehungsweise mit dem Bestücken, was ich jetzt hier oben reinlegen werde. Wird jetzt das hier sein. Zack, Nummer 1. Die zweite wird wahrscheinlich das Set sein mit den Schraubendrehern und mit dem Hammer, weil das braucht man auch sehr, sehr häufig. Zack. Das dritte wird jetzt sein Mausschlüssel und Ringschlüssel. So. Jetzt weiß ich, wo die ganze Späne herkommt auf der Werkbank. War noch nicht ganz sauber. So, zack. Das war falsch. Wollen wir mal richtig machen, ne? Zack. Geil. Und hier unten. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der berühmte Mr. Handwerkssticker. Übrigens könnt ihr die mittlerweile auch kaufen in schwarz oder weiß. In dem Fall jetzt hier weiß. Und anfangs wollte ich das drauf sprühen. Aber ich finde den. Ich finde es schöner, wenn wir es kleben. Ist ein bisschen hochwertiger, ne? Oh ja. So, jetzt habe ich natürlich ein paar Sachen, unter anderem auch durch eine Kooperation von Milwaukee. Ein bisschen Kupferpaste. Dann haben wir hier verschiedene Mausschlüssel für Ölfilter. Ne? Dann haben wir hier eine Ölfilterwanne. So, das kann jetzt alles hier schön rein. Ein paar Trichter. Ach, tolle Sache, ne? Hier habe ich unter anderem mal einen Ölfilter für Steffis Roller. Das werde ich demnächst mal mit Steffi zusammen durchführen. Hier mal so ein bisschen zeigen. Genau. Freue ich mich schon drauf. Der kann quasi auch hier rein. Ne? So. So, jetzt ist alles soweit grob eingeräumt. Schlüssel habe ich abgemacht, weil er stört schon so ein bisschen, wenn man jetzt hier mal rumfummeln will. Hier oben habe ich noch mal einen Drehmomentschlüssel von Stahlwille. Der passt leider unten nicht rein, weil das Ganze breit ist, aber dann lasse ich jetzt mal hier oben drauf liegen. Ne? Ja, fühlt sich wie so Männershopping an. Ich werde das Ganze jetzt mal wegbringen ins Lager, weil der soll nämlich jetzt hier nicht draußen rumstehen in der Werkstatt, weil, oder vielleicht doch da hinten, weil ich möchte nicht, dass der zustaubt mit Holz. Öl und Holzstaub, das macht sich nicht so gut. Das ist immer so eine komische Pampe. Genau, ich hoffe, dir hat dieses Video hier gefallen und ja. Ich würde mir gerne von dir wissen, ob du so einen Wagen hast, ob du dir so einen Wagen zulegen würdest. Ob ich dir mit diesem Video weitergeholfen habe. Übrigens, das Ganze ist pulverbeschichtet und nicht nur lackiert, wie die meisten Werkstattwagen. Und ich muss sagen, das ist ein ganz schönes Kraftpaket. Wenn man überlegt, es gibt diese Wagen, die so ein bisschen länger, auch als Werkbank. Und da liegen die preislich, also es ist echt eine Hausnummer, ne? Bei 7.000 Euro oder noch mehr. Und ja, aber es ist was für die Industrie. Es ist auch was für den Heimwerker, der auf Qualität, wie gesagt, drauf legt, also auf Qualität einen großen Anspruch drauf legt, der was Langfristiges haben möchte, der Spaß beim Schrauben haben möchte. Genau. Und ich wollte euch das nicht vornehmen, ich wollte euch das Ganze mal zeigen. Meine Freude quasi mit euch teilen. Genau, und würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Da geht es nämlich wieder um die Werkstatt. Ich muss nämlich meine Werkstattwand so ein bisschen optimieren. Dann geht es zum Thema Kreissäge, dann geht es zum Thema Hobel, Absauganlage. Und zwischendurch gibt es noch mal ein paar Projekte. So, ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao.